So. So, willkommen alle zusammen. Heute wollte ich euch diese schöne Muscle Car von 2014 vorstellen. Dieser Muscle Car ist, auch wenn er so aussieht, ein Technikmodell, aber nicht von Lego. Es ist Qingbao. Und bevor irgendwelche Fragen kommen, es ist absolut legal. Absolut legal. Der gute Mann ist ein Mockbauer, der das erfunden hat. Das ist der Herr. Der hat noch andere Cars gemacht. Und der hat seine Lizenz dafür gegeben. Es steht auf der Verpackung drauf, Auto licensed. Also ja, das ganze Set ist legal. Es ist keine billige Kopie von irgendwas. Qingbao ist angegangen und hat den Mock-Typen gefragt. Und gefragt, ob sie das Modell können machen. So. Tun wir doch mal ganz kurz ein bisschen über die Anleitung reden. Ups, da ist mal wieder was abgekreuzt. Ja, ich weiß schon genau was. Die Hauptschwachstelle ein. Gut. Die Anleitung ist happig. Happig. Also auf der Verpackung steht ab 6 Jahren. Nix. Garantiert nicht. Auch nicht, wenn jemand schon ein bisschen Erfahrung hat, wo sie beachtet ist, der wird das nicht schaffen. Der wird das nicht schaffen, weil erstens mal, du brauchst an manchen Stellen Kraft. Das Zeug ihnen zu. Es ist nicht Lego, es hat. Da kommen wir mal gleich zu den Einzelteilen. Erst die Gebrauchsanleitung. Ja. Die Gebrauchsanleitung ist eigentlich schön gebunden, es ist nicht irgendwie Heftklammern. Es ist eigentlich schön gemacht, der Druck ist eigentlich auch recht gut. Ja. Aber es ist sehr knifflig, weil, ich zeige das jetzt mal an dem Kleinen als erstes. Ich hoffe, die Kamera fängt das schön ein. Immer da, was neu gebaut wird, hat einen gelben Rand drum. Seht ihr da? Da, wo einen gelben Rand drum hat. Und das alte ist in der gleichen Farbe. Es ist alles in der gleichen Farbe. Also, das ist schwierig. Das zweite ist, dass die Anleitung sehr dunkel ist. Also, zum Beispiel, wenn ihr jetzt das Rot seht, das Rot ist fast das reddisch-braun oder sowas. In dieser Anleitung. Und man sieht dann manchmal nicht, zum Beispiel das hier, ist kein schwarzes Teil. Das ist ein dunkelgraues Teil. Da unten sehen das zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, ob die Kamera den Unterschied einfangen kann. Aber es ist sehr knifflig, aber die Farben rauszufinden. So, also da ist mal sicher ein großes Ding. Und es sind nicht kleine Baustellen. Also es wird nicht so wie bei Lego, wo du Schritt für Schritt jedes einzelne Bauteil hast. Also man sieht nicht immer hundertprozentig, wo was ankommt. Da muss man wirklich genau studieren, man muss mitdenken. Also von dem her, für junge Leute ist das nicht. Da muss man schon Erfahrung haben, vielleicht so ein 12-Jähriger oder älter. Aber ich meine, sind wir ehrlich, welcher 12-Jährige, der baut sich das, aber der spielt doch damit nicht. Und wir spielen damit auch nicht. Sind wir doch mal ehrlich, ich meine, welcher 30-Jährige geht so, warum, ne? Macht doch keiner. Also, das heißt schlussendlich, man hat Spaß beim Bauen. Und danach stellt man sich das in die Vitrine oder auf die Anrichte, wie auch immer. Aber man spielt nicht damit. Aber es macht Spaß, es zu bauen. Weil es eben knifflig ist. Und das ist richtig cool. Das Teil hat viele Funktionen. Wir können mal durch. Als erstes mal, man kann es über das Lenkrad lenken. Das funktioniert tadellos. Einwandfrei. Kann man nicht maulen. Man kann den aufmachen, man kann den aufmachen, man kann die Türe aufmachen. Und jetzt machen wir es noch mal kurz zu, bevor wir in die Innenraum gehen. Wir haben hier einen V8, einen schönen V8-Motor. Und das ist richtig, richtig schön. Und der dreht sich natürlich. Ich hoffe, es nimmt es jetzt mit. Natürlich wieder mal nicht. Kann man es sehen? Ich weiß nicht. Warte, ich stelle es mal ein bisschen gerade, mal schauen, ob es denn vorne geht. Mal schauen, ob ich das kann. Irgendwie, ich habe es überprobiert. Nein, es geht mal wieder so nicht. So, sehen wir jetzt ein bisschen. Da,
Also der V8, der arbeitet, der funktioniert. Den Motorraum haben wir gehabt, das lässt sich aufklappen, man kann es schön zumachen, alles tiptop. Ja. Der Kofferraum geht ein bisschen schwergängig auf, aber es geht. Da könnt ihr mal reinschauen. Da sieht man dann schön unten zum Getriebe an, was für Zerrwäldchen verbaut sind. Wobei ich nicht ganz weiß, wieso, weil es hat eh schon eine Öffnung, wo man reinschauen kann. Aber anyways, das sind halt Technikmodelle, ich habe jetzt ein paar gesehen, also das scheint so bei Technik zu sein, keine Ahnung. Dann schauen wir in den Innenraum. Wir haben Sitz, wo wir umklappen können. Wir haben das Lenkrad, ist klar. Und wir haben da unten eine Viergang-Schaltung. Da kann man in den Leerlauf gehen, machen ersten, zweiten, dritten, vierten Gang machen. So, dann schauen wir es uns mal von unten an. Da sehen wir, was richtig schön ist. Es wird hauptsächlich wirklich nur die Farbe gearbeitet, wie es daraus besteht. Es gibt ganz, ganz wenig gelbe Teile. Es gibt zwei Federn, die gelb sind. Die vorderen, die hinteren sind grau. Da unten haben wir zwei gelbe Stangen, also Querstrebige da, die sehen wir. Und das war's. Der Rest ist grau. Fragt mich nicht, was für ein Grau. Relativ. Es ist einfach grau. Und es hat schwarz und es hat rot. Und das war's. Oh. So, und das war's. Ja? Super, finde ich genial. Das heißt, man könnte es sicherlich auch gut umbauen. Es sind schöne Teile, es sind wirklich gut. Die Qualität ist zwischen 85 bis 100% Lego, das variiert. Ich würde sagen, 80% sind genauso gut wie Lego-Teile. 20% sind so eben 85 bis 90% Lego. Also das macht sich so bemerkbar, dass man einfach die Teile einfach kein Spiel haben manchmal. Dann geht es richtig. Da musst du also Druck gewinnen morgen, oder? Also da muss schon manchmal Kraft haben. Also wenn so ein Mädchen das wird machen mit Papi zusammen, wo 10 ist, dann geht das aber alleine mit 10. Also da werden Teile kaputt gehen und da werden Tränen fließen. Ich fand es herausfordernd beim Bauen. Mich hat sehr Spaß gehabt. Ich bin 10 Stunden dran gewesen, also ein Profi macht das 5 Stunden oder so. Da kommen wir auch dahin, dass eben ich habe manche Sachen müssen nochmal nachmachen, nochmal auseinandernehmen, nochmal bauen, weil ich es nicht so ganz verstanden habe, aufgrund von der Anleitung und weil ich halt noch keine Lego-Technik gebaut habe. Gestern ist zum Glück ein Freund vorbeigekommen, der hat sich das angeschaut, wo ich nur den Boden fertig hatte, den Unterboden mit dem Getriebe und dem Motor. Er hat gesagt, Falco, da unten das eine Teil muss unten da. Sonst läuft er nicht. Das hätte er gerade in 2 Minuten gesehen. Also das heißt, er weiß, wie es geht. Das heißt, er hat sofort erkannt, wie es ist. Das heißt, es muss also ziemlich ähnlich sein wie Lego. Okay, gut. So, ist es das wert? Ja, also ich meine, 95 Franken Liste für 2000 Teile. Und es sind gute Teile. Es funktioniert. Es sieht für die Muscle-Fans, finde ich, Muscle-Car-Fans, finde ich, es sieht gut aus. Es macht richtig Spaß. Von hinten mal auch schön. Es von allen Seiten sieht es gut aus. Es hebt. Man kann es also, man kann es da vorne heben, man kann es da heben. Also, es geht. Ja? Klar, ich würde jetzt nicht unbedingt damit, wie gesagt, jetzt kein 10-Jähriger oder so gehen. Eine Schwachstelle war, das ist mir jetzt eben gerade runtergefallen, jetzt suche ich gerade, wo ist das angekalt. Ich finde es mal wieder. Hi. Ist mal wieder Ewigkeit weg. Nein, da ist es. Das ist vom Auspuff hin. Also der Auspuff, ich muss sagen, der Hinterteil gefällt mir nicht von dem Auto. Der Rückseite gefällt mir nicht so schön wie von der Seite und von vorne. Ich finde, der Auspuff hätte können ein bisschen besser sein. So, da steht er da, wo man mal abgeht. Oder? Ich meine, der Auspuff, also wenn ich da jetzt schaue, ist ein kleiner Auspuff. Ist ein kleiner Auspuff. Ja. Aber okay, das ist Geschmackssache, darüber möchte ich nicht streiten. Kann man nicht streiten, das ist gut. Also, ich denke, für die, wo es wert ist, also der Teilepreis ist super. Wir haben zum Beispiel, ich habe jetzt mal nachgeschaut, so bei Lego, was. Schließlich sind das die Marktführer für den E&E.
das Teil, wo jemand näher herankommt. Sie haben zum Beispiel, das sind der 2000 Teil, sie haben einen Porsche 911 GT3 RS in Orange. Habt ihr schon mal einen orange Porsche gesehen da draußen? Also ich noch nicht, aber okay. Orange. Und der Helter Steine zeigt den nochmal, der hätte eine Zeit lang draußen im Schaufenster gehabt. Manche Teile sind bereits im Fall vergilbt. Ich verlinke euch das Video darunter. Und der Porsche 911 GT3 RS mit 2700 Teil kostet 300 Euro. Liste, mindestens. Mittlerweile, weiß nicht. Also 300 Ding. Und es hat sogar einen Fehler in der Anleitung, sagt der Held. Er hat es vorgezeigt, wo der Fehler ist. Ein anderes Teil von Lego ist ein Porsche RSR. Der hat 1580 Teil, ist 150 Franken, Liste. Der ist 95 gehalten im Kopf. Und der RS, der für 150, hat kein Getriebe. Er hat keine Gangschaltung. Der hätte Gangschaltung. Gut. Also, ja, vom Wert her, absolut. Absolut. Und mit dem Teil haben sie mir auch bewiesen, dass die nicht einfach nur kopiert, sondern dass die eben angehen und sie suchen die Zähne, schauen, wer macht was Cooles. Sie zahlen ihm Geld, sagen ihm, look, machen wir unter einer Lizenznahme und dann bauen sie es für ein Teil. Ja, also von daher, für mich ist es klar, ich sage, ja, darf man sich antun. Wenn man die nötige Geduld hat und die Punkte, die ich jetzt gerade gesagt habe, kann verschmerzen. Denn die Teile da oben drauf, die sehen nicht aus, wie wenn sie schon mal in der Waschmaschine gewesen sind. Erinnert ihr da, wenn so Lego oder Stahl, so Bausteine in der Kiste sind, einmal durchgeworfen und nachher raus und hast so kleine Kratzer und so weiter. Da habe ich da gar nicht. Das sieht wirklich schön aus. Es kommt in einer schöne Verpackung, die habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Das ist die Verpackung. Ziemliches Teil. Es sind auch 2000 Teile drin. Es kommt natürlich mit allen EU-Zeichen und sonst was, alles, dass es eben alles ganz sauber und legal ist und dass es kein Giftstoff drin hat und so weiter. Da oben steht es auch nochmal drauf, dass es eben Autolicense ist, dass es eben gemacht haben. So ist die Firma, kann man das noch so sehen? Qingbao, warte, machen wir es so. Qingbao. Ein schöner ordentlicher Karton. Schönes Modell. Gigabronk 2014 Muscle Car. Und das kommt für 95 Stutz. Und jetzt kommt ihr. Eure Entscheidung. Ich hoffe, ich habe euch helfen. Es hat Plus- und Minuspunkte drin. Ich finde aber, mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis können wir mehr als zufrieden sein. Und von daher. Noch eine Sache. Das da ist ein Modell, das habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von Klemby. Ich tue den Link unten an. Ich arbeite mit dem ein bisschen zusammen. Ich habe es ihm angeboten, weil mir das gefällt. Und er hat mir das zur Verfügung gestellt. Das gebe ich ihm wieder retour. Falls einer Lust auf sowas hat, hat aber gar keine Lust, das Zeug zusammenzubauen, der wollte das einfach bewundern, weil es ist ein Haufen Arbeit zusammenzubauen, dann kann er das auch im zusammengebauten Zustand kaufen. Wenn wir mal ein bisschen reden über den Preis, ist natürlich klar, dass er dann noch ein bisschen teurer ist. Man berechnet sicher keine 10 Stunden, wie gesagt, ein Profi hat nicht 5 Stunden dran. Das ist klar. Aber ich denke, dass der Patrick vom Klemby Shop, der wird schon sich darauf einlassen. Für einen kleinen Spezialpreis. Ja? Gut. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Bleibt uns gewogen. Abo und Daumen wäre cool. Ich wünsche euch. Ciao. Bis zum nächsten Mal.